Herzlich willkommen zu Fragen an die Bibel. Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum Adam und Eva nicht sofort auf der Stelle tot waren, nachdem sie von der Frucht gegessen hatten? In 1. Mose Kapitel 2, den Versen 16 und 17 heißt es doch: Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Weil Adam und Eva nicht exakt in dem Augenblick starben, in dem sie von der verbotenen Frucht aßen, wird manchmal das Argument vorgebracht, dass bei Gott ja bekanntlicherweise ein Tag wie 1000 Jahre ist. Das steht in 2. Petrus 3, Vers 8. Und da Adam etwas weniger als 1000 Jahre lebte, er ja innerhalb dieses 1000 Jahre dauernden Tages gestorben sei. Eine andere häufige Erklärung ist, dass Adam und Eva in dem Augenblick ihrer Übertretung anfingen zu sterben. Ein dritter Erklärungsversuch besagt, Gott habe das Strafmaß nachträglich gemildert, da er ja schon in 1. Mose 3, Vers 15 den Erlöser verheißen hat. Wie dem auch sei. Ein korrektes Verständnis der hebräischen Begriffe in dieser Passage deuten in Richtung einer anderen möglichen Erklärung. Am sechsten Tag der Schöpfungswoche setzte Gott Adam in den Garten Eden und sagte ihm, er könne nach Herzenslust von allen Bäumen des Gartens essen, ausgenommen von einem einzigen Baum, nämlich dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Bevor Adam und Eva sich ewiger Sicherheit erfreuen konnten, musste ihre Loyalität geprüft werden. Und die Warnung, die Gott aussprach, war deutlich. An dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Was bedeutet aber an dem Tag? Der hebräische Ausdruck an dem Tag erscheint weitere 5 Mal im Buch von 1. Mose. In Kapitel 2, Vers 4, Kapitel 3, Vers 5, Kapitel 5, den Versen 1 und 2 und in Kapitel 21, Vers 8. Vergleicht man, wie dieser Begriff an den verschiedenen Stellen in verschiedenen Übersetzungen wiedergegeben wird, findet man sehr unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten. Zum Beispiel wird es wiedergegeben als an dem Tag, aber auch mit wenn oder sobald etc., je nach Kontext. Zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 4 wird auch dieser Begriff verwendet und er wird mit als übersetzt. Und das klingt so: Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurde. Nicht an dem Tag, als sie geschaffen wurde. Ein Grund für die unterschiedlichen Übersetzungen ist, dass das Hebräische an dem Tag oftmals unpräzise ist, betreffend den Zeitpunkt oder dem Zeitraum, auf den es sich bezieht. In 1. Mose Kapitel 30, Vers 33 wird das hebräische Wort Beyom in ähnlicher Weise gebraucht, aber der dort verwendete Ausdruck Beyom Machar, buchstäblich an dem Tag von morgen, bedeutet eher in der Zukunft, was sich viel mehr auf eine unbestimmte Zeit in der Zukunft bezieht als auf einen bestimmten Tag. Solange also der Kontext nicht in eine andere Richtung weist, bedeutet Beyom plus Infinitiv, so wie es in unserem Ausgangstext erscheint, schlicht und einfach wenn oder als. Obwohl die Übersetzung an dem Tag sehr wörtlich erscheint, verführt es aber zu der Annahme, es handle sich um einen bestimmten Tag. Eine Übersetzung, die das Wort Tag nicht verwendet, erfasst also viel besser die eigentliche Intention des Hebräischen. An dem Tag musst du sterben. Im Englischen heißt es sogar, wirst du sicher sterben. Der Grundtext betont hier die Gewissheit des Todes und bezieht sich nicht auf die Zeit oder den Tag des Todes. Eine interessante Parallele finden wir in 1. Könige 2, den Versen 36 bis 46. Salomo hatte Shimi
unter Hausarrest gesetzt und ihn mit den Worten gewarnt, die wir in 1. Könige 2, Vers 37 lesen können: Du sollst wissen, dass du sterben musst, sobald du hinausgehst und das Kidron-Tal überschreitest. Wir finden hier die gleiche grammatikalische Form, Böjom plus Infinitiv. 3 Jahre später entfliehen 2 der Sklaven des Shimi. Shimi sattelt seinen Esel und reitet nach Gat, um seine Sklaven zurückzuholen. Er verließ also Jerusalem, überquerte das Kidron-Tal, um nach Gat zu gelangen. Nachdem Shimi zurückgekehrt war, erfährt Salomo davon, nimmt ihn gefangen und lässt das Todesurteil an ihm vollstrecken. Auch wenn der Text nichts darüber sagt, wie viel Zeit zwischen der Überquerung des Kidron-Tals und der Urteilsvollstreckung lag, ist doch anzunehmen, dass es zumindest etliche Tage gewesen sein müssen. Das heißt, das Urteil über Shimi wurde nicht an dem Tag vollstreckt, an dem er auch Jerusalem verließ. Der Satz drückt vielmehr die absolute Sicherheit bzw. die Unausweichlichkeit des Todes aus. Das heißt, sobald Shimi das Gebot übertreten würde, wäre er zum Tode bestimmt, auch wenn die Vollstreckung des Urteils nicht direkt an diesem Tag stattfinden würde. Gottes Worte sind also wahr. Das Wort in 1. Mose 2, Vers 17 will also nicht sagen, dass Adam direkt an dem Tag sterben müsste, an dem er von der verbotenen Frucht essen würde. Vielmehr ist ab dem Tag des Essens von diesem Baum der Tod des Übertreters gewiss. Die Übersetzung könnte also lauten: Sobald du von der Frucht isst, bist du gewiss zum Tode bestimmt. Deshalb war die Gegenbehauptung der Schlange auch nicht: Ihr werdet sicher nicht an dem Tag, da ihr davon esst, sterben, sondern sie behauptete: Keineswegs werdet ihr sterben. Sie sagte: Der Tod wird euch nicht treffen. Als Adam und Eva aus dem Garten Eden ausgestoßen wurden, war ihr Schicksal besiegelt. Sie würden sterben. Gottes Wort war in allen Stücken wahr, im Gegensatz zum Wort der Schlange, das ja nur Teilwahrheiten enthielt. Der Tod von Adam und Eva bezeugt, was Paulus im Römer Kapitel 6, Vers 23 sagt: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Aber, und das ist unsere Hoffnung, Paulus sagt auch in 1. Korinther 15, Vers 22: Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Und das wünsche ich Ihnen und das wünsche ich mir. Ich danke Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal.